Jüdin sein ist nicht immer einfach. Warum? Weil die Menschen zwar sagen, dass wir alle gleich seien, egal ob Hautfarbe oder Religion, aber das ist in der Realität gar nicht immer der Fall. Ihr glaubt, Antisemitismus gibt es nicht mehr? Fehlanzeige. Erst heute in der Schule ist mir etwas Schlimmes passiert. Hi. Hi. Weißt du schon, ob du am Samstag mit feiern kommen kannst? So wie es ausschaut, wahrscheinlich nicht. Ja. Wie immer. Nie hast du am Wochenende Zeit, weil du entweder bei deiner Oma bist oder sonst bei irgendwelchen anderen Verwandten. Und Freitagabend kannst du auch nie. Du bist so unfassbar kindisch und weißt du was? Ich glaube, du wirst gar nicht mehr mit mir befreundet sein. Und das, obwohl es doch eigentlich nur Sabbat ist. Der wichtigste Tag in der Woche. Und den muss man nun manchmal gut vorbereiten. Und dann verbringt man mit der Familie Zeit. Das ist eben so. Ich weiß, dass ich Ihnen das einfach sagen könnte, aber ich will nicht. Ich weiß, dass Sie über unsere Bräuche reden, Witze reißen und dann lachen Sie. Sag mal, hast du gehört, was unser Lehrer vorher über den Sabbat gesagt hat? Die machen den ganzen Samstag nichts anderes und den Abend davor bereiten sie sich auch nur darauf vor. Ich meine, kein Wunder, dass der eine Jude aus unserer Parallelklasse so komisch ist. Bei den Bräuchen. Hey, wie war dein Tag so? Meiner war richtig gut. Ja, nee, meiner war nicht gut. Und außerdem will ich keine Jüdin mehr sein. Hä? Warum? Was ist denn passiert? Vielleicht meinen Sie es ja gar nicht böse, aber unbewusst lehnen Sie andere ab. Unsere Anschauung, weil sie es nicht in Ihrer Norm entspricht. Und dass es heute auch noch gewalttätige Ausschreitungen gegen Juden gibt, brauche ich euch eigentlich gar nicht erläutern.